Der Minister hat uns heute sein Konzept vorgestellt zur Wehrpflicht. Die Notwendigkeit ist, glaube ich, allen bewusst. Wenn wir heute in die Lage kämen, dass wir einen Verteidigungsfall hätten, hätten wir ein Problem, weil dadurch, dass wir schon lange keine Wehrpflicht mehr haben, werden auch die Reservisten im Laufe der Jahre immer wichtiger. Und da müssen wir uns natürlich Gedanken machen und müssen uns dazu was überlegen. Der Minister hat ein interessantes Konzept vorgestellt, was nicht durchgängig auf Akzeptanz stößt, was aber in den nächsten Wochen und Monaten diskutiert werden wird in den Gremien des Deutschen Bundestages. Er setzt auf ein Modell, das, ich brauche es nicht vorstellen, das hat er auch selber schon gemacht, was aus verschiedenen Komponenten besteht, aus einem Online-Fragebogen, aus einer Musterung und dann sein Ziel ist jetzt in der ersten Zeit 5.000 bis 10.000 mehr Menschen zu bekommen, die einen Grundwehrdienst leisten werden. Und darüber wird jetzt zu diskutieren sein. Die Freien Demokraten sind bereit, über alles zu sprechen, was auf der Berufsfreiheit basiert, die ja auch im Grundgesetz verankert ist. Deswegen, also der Online-Fragebogen, den halten wir für zumutbar und eine gute Idee. Auch die Anreize, die der Minister setzen will, dass wir mehr Grundwehrdienstleistende bekommen, also das Versprechen eines Führerscheins, eine Ausbildung, Vorteile beim Numerus Clausus, beim BAföG, das sind alles Elemente, über die man sprechen kann, um den Grundwehrdienst attraktiver zu machen. Wenn es an eine Wehrpflicht-Light geht, dass man Menschen nach irgendwelchen Kriterien auswählt und verpflichtet, einen Wehrdienst zu machen, wird es mit den Freien Demokraten schwierig. Der Bundesminister der Verteidigung hat heute gesagt, dass er mit seinem Konzept Wehrdienst neu eine Diskussion anstoßen will. Das ist zu wenig. Ein Thema, das Hunderttausende von jungen Menschen in unserem Land berührt, kann ein Bundesminister der Verteidigung nicht als Diskussion anstoßen, sondern er hat über seine Regierung klare Handlungsoptionen aufzuzeigen, die dann im Bundestag zu einer Entscheidung führen. Sein Vorgehen ist unverantwortlich in diesem wichtigen Thema. Dabei dann auch noch zu sprechen von einem Ziel von 460.000 Soldaten inklusive Reservisten verstößt nicht nur gegen den 2+4-Vertrag, der die Obergrenze von 370.000 vorsieht. Es bringt auch unsere gesamte Bevölkerung in Aufruhr, weil es natürlich klar eine Kriegsstimmung erzeugt, die er auch noch dadurch nährt, dass er sagt, dass die Russische Föderation Putin 2029 so weit wäre, anzugreifen. Wenn die Bundesregierung, wenn Herr Pistorius meint, dass die Bedrohung so ernsthaft ist für unser Land, dann muss diese Regierung auch weitergehende Maßnahmen einer Gesamtverteidigung treffen. Das sehe ich im Moment nicht. Diese Regierung hat im Moment noch genug mit sich selbst zu tun. Dem Begriff Wehrdienst oder Wehrpflicht bei 6 Monaten Grundwehrdienst hat er nicht eindeutig ausgesprochen. Das kann er auch nicht, denn seine Fraktion und seine Partei, Frau Esken, haben sich ja klar gegen einen verpflichtenden Dienst ausgesprochen. Er aber, Pistorius, sagt wiederum, es muss verpflichtende Elemente geben. Es ist unverantwortlich, diese Diskussion in eine breite Öffentlichkeit zu tragen, ohne dass die Regierung, ohne dass die SPD-Fraktion selbst genau weiß, was sie will und hierüber ein Meinungsbild intern gefunden hat. Eins ist ganz offenkundig, die Bedrohungssituation durch die Russische Föderation ist auch für Mitteleuropa, ist auch für die Bundesrepublik Deutschland und für das NATO-Gebiet in Europa so groß, dass wir uns über eine Aufwuchsfähigkeit nicht nur Gedanken machen müssen, sondern die tatsächlich in die Wege leiten müssen. Die muss entsprechend auch überzeugend sein, so überzeugend, dass sie Putin abschreckt. Und deswegen ist der Bundesminister vor einem Dreivierteljahr, vor über 9 Monaten angetreten, richtigerweise, um zu sagen, wir müssen eine Dienstpflicht oder eine Wehrpflicht wieder ins Auge fassen. Er hat dann ein Konzept angekündigt für den Mai diesen Jahres. Ich nehme an, mit Blick auf die Europawahl hat sich das ein bisschen verschoben und hat heute nun sein Konzept hier im Ausschuss vorgetragen. Und da kann ich nur sagen, vor 9 Monaten eine Pflicht nicht nur angekündigt, sondern ein Konzept für einen Pflichtdienst angekündigt. Und 9 Monate später ist ein verbesserter Freiwilligendienst tatsächlich übrig geblieben.
Offensichtlich hat ihm der Bundeskanzler selbst und die Ampel die Luft rausgelassen in diesen 9 Monaten. Und der Minister konnte nicht mehr anbieten als heute, nämlich tatsächlich eine Stärkung des eigentlich bisher bestehenden Freiwilligendienstes. Sicherlich mit Blick auf andere Modelle, die es in Europa gibt, mit interessanten Variationen. Aber am Ende des Tages bleibt eins übrig. Wir wissen, wir brauchen mehr Aufwuchs, aber es gibt noch kein Konzept, das tatsächlich umzusetzen. Es sind viele rechtliche Fragen offen. Es sind vor allem aber auch finanzielle Fragen offen. Es sind strukturelle Fragen offen. All das in den 9 Monaten nicht beantwortet. Und es ist im Übrigen auch eine Frage offen, nämlich tatsächlich, wie geht eigentlich die gesamte Regierung mit dieser Bedrohungssituation um? Wir brauchen eine gesamtgesellschaftliche neue Resilienz und Widerstandsfähigkeit. Auf die Frage, ob es hierzu tatsächlich jetzt schon feste Gespräche gibt unter den Ressorts, hat der Minister gesagt, ja, man ist da im Austausch, man wird sich jetzt mal irgendwie zusammensetzen. Auch das aus unserer Sicht viel zu schwach, denn Verteidigung beschränkt sich nicht nur auf das Militärische, sondern hat auch viel mit Heimatschutz und anderen Dingen zu tun. Boris Pistorius hat heute Morgen ein überzeugendes Konzept vorgestellt. Er hat dargelegt, wie er auf der Basis der Freiwilligkeit das, was jetzt im Moment auch umsetzbar ist, regeln will. Das ist sind vernünftige erste Schritte. Wir müssen sehen, ob das am Ende ausreicht. Wir werden sicher auch unter der Frage der Wehrgerechtigkeit mittelfristig darüber reden müssen, wie wir auch Frauen dort verstärkt beteiligen. Aber grundsätzlich ist das ja im Moment im Bereich der Freiwilligkeit auch möglich. Mit dem Modell, das Boris Pistorius jetzt vorgestellt hat, wird es uns gelingen, in den nächsten Jahren vielerlei Posten bei der Bundeswehr zu besetzen, die wir brauchen, aber auch gleichzeitig schrittweise die Strukturen aufzubauen. Ich erinnere daran, dass ja nicht nur die rechtlichen Voraussetzungen geklärt werden müssen. Wir brauchen auch Unterbringungsmöglichkeiten. Kasernen müssen wieder modernisiert und aufgebaut werden. Da haben wir jetzt die Möglichkeit, Schritt für Schritt vorzugehen. Ich bin heute den Minister zu Besuch. Das war ein erster Auftakt zum Thema Personallage Bundeswehr. Wir haben darüber gesprochen, was Boris Pistorius sich vorstellt. Wir werden das jetzt in den Fraktionen beraten. Ich glaube, wir werden das auch gesellschaftlich noch weiter diskutieren. Bisher war die Debatte ja sehr oberflächlich. Durch den Vorschlag des Ministers können wir jetzt ein bisschen konkreter auch in die Meinungsbildung gehen. Und das werden wir auch tun in den nächsten Wochen. Ich habe ehrlich gesagt gerade noch viele Fragen formuliert, auch an den Minister, weil in einigen Aspekten mir nicht ganz klar ist, wie das dann in der konkreten Ausgestaltung umgesetzt werden soll. Ich habe Herrn Pistorius jetzt aber auch so verstanden, dass da die Absprache mit anderen Ressorts teilweise noch nötig ist. Das werden wir jetzt abwarten und dann muss man sich da weiter dran reiben. Ich glaube schon, es braucht einen Impuls, auch an junge Menschen, eine Ansprache, die sagt, du wirst gebraucht, dein Land braucht dich. Das ist ein richtiger Impuls. Wenn es dann um die verpflichtenden Elemente geht, da stellen sich für mich rechtliche Fragen, aber auch gesellschaftliche Fragen, wie man mit dieser jungen Generation umgehen möchte. Und ich glaube, das sollten wir miteinander ernsthaft diskutieren, sowohl an den Bedarfen der Bundeswehr orientiert, als an dem, was auch gesellschaftlich akzeptabel ist und getragen werden kann. Naja, zum Beispiel die Frage, ob ein Ausfüllen eines Fragebogens, wo man dann sagt, ich habe kein Interesse an der Bundeswehr, ob das schon irgendwie so eine Art Kriegsdienstverweigerung ist. Wenn es das nicht ist und ich sie später mache, in dem Moment, wo ich gemustert werde, muss ich dann einen Ersatzdienst machen, wenn ich Kriegsdienst verweigere? Und welche Auswirkungen hätte das dann tatsächlich auf die Zahlen? Darum geht es ja, viele Menschen auch langfristig in den Aufwuchs, in die Durchhaltefähigkeit der Bundeswehr reinzubekommen. Und das macht das Instrument ein bisschen schwächer. Und dann am Ende des Tages ist natürlich auch die Frage der Wehrgerechtigkeit ein Thema. Da gab es ja nicht umsonst vor jetzt mittlerweile 13 Jahren große Debatten rum. Ich glaube, da ist auch juristisch einiges noch zu klären, ob man das überhaupt so machen könnte. Und die gesellschaftlichen Fragen werden jetzt hoffentlich ab heute an jedem Abendbrottisch auch diskutiert, denn das geht uns alle was an.